Patch Notes kommen doch heute raus. Ja, die kommen heute Abend raus. Aber es lohnt sich nicht abends, sofort, wenn die Patch Notes kommen, ein Video rauszuprügeln auf Teufel komm raus. Also die Patch Notes sind zwar da, sie existieren, man kann sie lesen, aber ich bin ja ein gewaltiges Transportgerät für ein Gehirn, ne? Und das Ding ist, dass die Leute am Mittwoch von der Schule oder Uni oder Arbeit nach Hause kommen. Ja, zwischen 14 und 17 Uhr kommen so die meisten. Und gegen 14, 15 Uhr ist mein Patch-Notes-Video draus. Das heißt, die kommen nach Hause, starten Rechner, starten LOL. LOL patcht. Es dauert ein bisschen, ehe man ins Game kommt und so weiter. Und sie machen die Patch-Notes auf. Gucken sich meine Patch-Notes an. Währenddessen. Das ist ein smoother Übergang. Wenn sie leider zu spät kommen, ist es bitter, weil sie sind schon die Ersten im Game und wissen noch nicht, was sie machen sollen. Aber das einen Abend vorher zu bringen, würde erstens weniger Klicks bringen für das Video des heutigen Tages. Und es bringt ja nichts. Du hast zwar die Notes, aber du kannst sie nicht anwenden sofort. Was macht die denn? Die ist ja komplett Mental Boom gegangen. What? Nein, die habe ich doch gesehen wegen dem Ward. Dass sie mich da gecued hat, war natürlich ultra ärgerlich, ne? Muss ich dazu sagen. Boah, ich dachte, ich komme da weg, ne? Das war ganz gut, oder? Ich hätte früher engagen müssen mit der Unsichtbarkeit. Wieder noch ein Flash bekommen. Oh mein Gott. Das war nicht so gut. Das ist tragisch. Oh, das ist wirklich sehr tragisch. Das war actually ziemlich bad, würde ich sagen. Ich dachte, ich kriege die Tower Aggro nochmal weg. Also ich dachte, ich habe einfach zu viel gedacht. Nehmen wir Ghostblade. Können wir uns auch zwei Stück holen. Ist nicht schlecht. Also zwei Langschwerter, meine ich. Und dann machen wir weiter. Jetzt wir versuchen bloß weniger zu sterben, okay? Was? Nein! Das war nicht genug? Kann das sein? Der war doch perfekt drin. Wir versuchen bloß weniger zu sterben, okay? Oh shit. Ja, vielleicht niemals offensiv. Wir versuchen bloß weniger zu sterben, okay? What? Das mit dem Kreuz ist gar nicht so einfach, wenn die sich so die dashen können. Wir versuchen nur weniger zu sterben, okay? Könnt ihr bitte irgendwann mal so low werden, dass ich sie ulten kann? Oder tag ihn. Ah, what? Ich hab's da nicht rausgeschafft? Das war noch in der Zone? Mann, ey, ich kann so viel mehr Kills machen. Aber also die Hitbox von der Shockwave war gerade. Die war gerade riesig. Die war ja abnormal. So groß ist keine Hitbox. By the way. So, wollen wir mal nach Kalista gucken?
Okay, meine Ult ist ein bisschen random. Ich dachte, die hielt da noch oder so. Die nächste, was machen die Leute? Wie dumm die sind. Normalerweise Überzahl heißt, die kriegen Kill. Die gehen alleine in den Blind. Die geht alleine hier rein. Oh, shit. Oh, die ist nicht low genug. Nee, der wird nicht lower, er kriegt keinen Schaden durch Ignite. Seit wann macht mein Ignite keinen Schaden? Wer hat das so gemacht? Wer hat das so eingestellt, dass Ignite keinen Damage macht? Hier steht da 290. Kein Damage. Kein Damage, Leute. Mann, die spielen zusammen, das ist unfair. Ich habe eine Stunde lassen, hätte ich wahrscheinlich noch einen Kill rausholen können, aber halt nur, also die eigentlich nicht, weil keine Ult. Okay, das hätte auch ein mega Todeskill Penta werden können, aber das war gerade der teuerste Cloud Drake in dem ganzen der ganzen Existenz von League of Legends. Ja, hallo, mein Name ist Pike, ich hab Full Item Build. Ja, also schwierig, finde ich nicht gut bisher, finde ich nicht gut. Leute, finde ich überhaupt nicht gut. Oh, jetzt krieg ich ein Problem. Jinx. Das war der perfekt getimte Wirbelsturm. Jinx ist tot. Ja, Stundenleser machen Assassin so grundsätzlich keinen Spaß. So, das war doch ganz okay. Was machen die da jetzt? Was macht ihr? Ich brauche mehr. Okay, wir versuchen ruhig zu bleiben. Wir brauchen dringend mehr, weil die hat ordentlich Damage. Aber ja, ich place halt. Damn, ich krieg hier Mental Breakdown, Leute. Ja, wirklich ein... Oh, die Brand-Sachen, die sind wirklich sehr schmerzhaft. In Kalista ist es halt gar nicht so einfach, etwas zu stehlen. Oh mein Gott! Es ist die schlechteste Kalista der Welt! So, mein Leben ist schön. Ja, was denn? Ich kill ihn jetzt. So. Ja, dann bitte geh einfach aus dieser Scheiße raus. So, ja gut. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal Base und kaufe mir